Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Maya-Kalender am 31. Juli 2019. Die Maya-Kalender ist ein ganz präzises Kalendersystem. Leider wurde ein Teil zerstört durch die Inquisition, aber ein Teil ist noch erhalten geblieben. In diesem Kalender gibt es 20 Wellen. Eine Welle dauert 13 Tage lang. Diese Wellen bedeuten Schwingungen, Frequenzen oder Töne. Wir befinden uns im 18. Welle. Und das dauert bis 1. August 2019 und wird von Ik regiert. Ik bedeutet göttlichen Atem, göttlichen Wind. Das ist die Welle des Geistes, die Welle der Gedanken und die Welle der Kommunikation. Wir sollen Gedanken machen über unsere Gefühle, das Klären und reinigen. Das ist die Zeit für wichtige Gespräche, ein Austausch von Gedanken, Worten oder Klärungen. Wir sollen unsere Glaubenssätze auch überprüfen. Das ist gute Zeit, etwas untersuchen oder lernen oder die Dokumente ordnen. Diese Welle ist die Macht, die Gedanken. Möglich ist auch, dass in dieser Zeit wir wichtige Informationen und Botschaften erhalten. In dieser Zeit können wir unsere Vorstellungskraft befestigen. Wir lernen auch mal zuhören oder Danke sagen. Der heutige Tag ist der 12. Tag dieser Welle, also wird von Zahl 12 beherrscht. Die Mayas haben das so gezeichnet. Die Linie bedeutet 5, 2 mal 5 und 2 noch dazu ergibt sich die Zahl 12. Und das bedeutet Fülle, Überblick an etwas, Informationen zusammentragen und bedeutet die Zahl 12 auch Liebe, Selbstliebe, Wertschätzung und eigenen Selbstwertgefühl. Die heutige Energie ist Ben. Ben bedeutet Himmelswanderer und vermittelt Himmel und Erde, symbolisiert das Baum des Lebens. Es ist Verbindung da zu dem Göttlichen und verspüren wir gleichzeitig die Verwurzelung, unserem Ahnen, unserem Herkunft. Zeigt auch Fürsorglichkeit. Mit dieser Energie haben wir mehr Kraft und Mut. Trotzdem genießen wir die Freiheit. Die Grenzen können wir ausdehnen und zeigen wir Flexibilität. Die heutige Krafttier ist Gürteltier. Und das war die Botschaft aus dem Maya-Kalender. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.